Multimillionär Kjartan Aas floh im Jahr 2021 zur hohen norwegischen Vermögenssteuer und lebt seitdem in Andermatt. Jean-Claude Remy, Redakteur Wirtschaft, der Exodus schwieriger Norweger vor den harten Haushaltsbehörden in der Schweiz, Berichte. Wo ein anderer norwegischer Milliardär, Kjell Inge Rocke, es bequem gemacht hat. Tollefsens Fall ist ein weiterer, dem ein Familienmitglied mit seinem Vermögen in die Schweiz ziehen wird, während der Rest der Familie Norwegen bleibt. In Anspruch zu den Steuervögeln. Die Norweger müssen mindestens die Hälfte des Jahres in der Schweiz leben. Nicht verbringen sie mehr als 61 Tage in Norwegen und haben sie dort keine Wohnung. Urlaubswohnungen sind erlaubt. Damit die Steuerbefreiung endgültig wird, ist ein Aufenthalt im neuen Wohnland von mindestens 3 Jahren notwendig. Tollefsen wurde also zur reichsten Frau Norwegens, musste aber in Schweiz ziehen. Über 30 schwierige norwegische Adira in die Schweiz im Jahr 2022. Etwa Hälfte werden Erbte und Erben. Kjartan Aas mag es hier, einige werden nach den 3 Jahren nach Norden ziehen. Aber nicht alle. In einem Interview in Andermatt sagt Aas nun, dass er in einem Interview mit dem norwegischen Geschäftsblatt Kapital seinen Umzug nicht bereue. Aas hat in der zentralen Schweiz ein neues Leben gefunden. Die Entfernungen sind kurz, die Strompreise vergleichsweise tief. Aas erklärt, dass er von Andermatt angezogen wurde und nicht im noch steuerpreisbereiteten Zug mit der Tatsache, dass er dort wundervolle Möglichkeiten für Skifahren oder Radfahren findet. Einmal war ein norwegischer Champion im Mountainbiken. Sparen, Geld in die Schweiz investiert. Natürlich ist das Leben in Andermatt auch für Aas viel billiger als in Norwegen. Jetzt bekomme ich 18.000 Kronen Rente Monat, bevor ich 27.000 Kronen Steuer pro Tag bezahlt habe. Von 2.430 Schweizer Franken Steuerkostentag. Wenn er noch in Norwegen lebt, müsste er 14 Millionen Kronen mehr Steuern pro Jahr zahlen als in diesem Land. Aas investiert das in der Schweiz gesparte Geld. Er kaufte die Wohnung in Andermatt für CHF 2,5 Millionen, deren Wert jetzt bei 3 Schweizer Franken und 50 Rappen Millionen ist. In der Zwischenzeit hat er auch eine weitere 225 Quadratmeter große Wohnung in Andermatt für CHF gekauft. Aas geht davon aus, dass der Wert auf 7 bis 8 Millionen steigen wird. Realimmobilienpreise, die nur für gigantische Luxusobjekte in Norwegen bezahlt werden. Die Schweiz wird sich freuen, die schönen Worte zur Kenntnis zu nehmen. Punkt von Steuern.